nach dem letzten Zündfunken-Video habe ich ja eigentlich nur darauf gewartet, dass sich der Meister der extremen Blitze und Zündfunken zu Wort meldet. Und da hat er nämlich gleich mal selbst ein Video dazu gemacht und gleich den Schaltplan mit dazu gezeichnet. Dann lasst euch mal überraschen, was der Ronny aus Thüringen euch da mitgebracht hat. So Leute, hier mal ein Video zu einer CDI-Zündanlage mit einem MOSFET hier und einer ZVS, welche mir den Kondensator auflädt über einen Trafo. Hier ist der Trafo, hier ist der Kondensator. Angeschaut wurde der MOSFET mit einem Hallgeber, der sitzt hier in so einem kleinen Löchelchen drinne. Und zur Signalaufbereitung wird hier noch ein PNP-Transistor genutzt, der hängt hier unten an der Seite. So, hier ist die Zündspule, welche angesteuert wird. Und schmeißen wir die Sache mal an, gucken, ob es funktioniert. So, letztes Teil. CDI läuft, man hört es fietschen. Und wenn man dann hier an diesem Rotor dreht, der Rotor dient eigentlich nur erstmal zur Signalbereitstellung für den Hallgeber, also diesen Magneten drauf, und der Hallschalter schaltet bei Nordpol. So, jetzt drehe ich mal hier. Man hört schon, da passiert auch was. Das sind jetzt langsame Drehzahlen, bisschen schneller. Und hier ist noch eine PNP-NPN-Schaltung verbaut, die hängt hier oben dran. Hier sind sie. Dient eigentlich zum Antrieb des Motors. Hier sind ein paar Motorphasen drin. Man kann es sehen. So ein bisschen nach Kupfer schimmert und so schwarz, das sind die Antriebsspulen. Ich schmeiße ihn mal an und dann sieht man mal, wie die Sache bei höheren Drehzahlen aussieht. Wie man sieht, läuft schön mit. Steigender Motordrehzahl steigt auch die Funkenfrequenz. Funkenstrecke ist nicht ganz ein Zentimeter im Moment. Lassen wir die Sache mal hochlaufen. Stromaufnahme liegt jetzt bei 9,7 Volt. Ja, die schwankt. Kann man auch nicht für bares Geld nehmen, weil der Motor auch noch Strom zieht. Das hängt alles mit einem Labornetzteil dran. Wie man sieht, läuft gut. Ich kann immer die Funkenstrecke ein bisschen vergrößern. Das war zu viel. Also bis zu einem Zentimeter Funkenstrecke ist kein Problem. Funke läuft schön mit steigender Frequenz. Man hört's hier. Lass es mal kurz laufen. Drehzahl kann ich noch ein bisschen hochnehmen. Indem ich die Spannung am Labornetzteil nach oben setze. Also da ist richtig, richtig Leistung dahinter. Gut, das war's. Nochmal der Aufbau mit Licht. Die ZVS hier hinten. Der Trafo, die Gleichrichterbrücke, der MOSFET, der Kondensator, Zündspule. Und hier unten an der Seite sitzt der Hallgeber drin. Man sieht es ein bisschen schlecht. Unten in dem Löchelchen. Alles klar, danke fürs Zugucken. So Leute, es gibt mal ein kleines Update. Die Zündspule habe ich gewechselt, da die alte kaputt gegangen ist, die kleine. Und ja, geht besser. Ich schmeiß die Sache nochmal ein. So. Ein Sehenfunk ist deutlich stärker. Das gebe ich mal, ja, das lasse ich den Motor mal einlaufen. Zündspule wird da nicht mehr warm. MOSFET komischerweise auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier auf ca. 12 Volt gehe, dann sieht es nicht ganz. Passt mal auf die Funken auf, wenn die Frequenz höher wird. Könnt ihr das erkennen? Jetzt habe ich hier Zündfunken von fast 5 cm Gas gegeben. Bringt ordentlich Leistung, der ganze Spaß hier. Danke!